Hallo zusammen, ich fange noch mit einem stillen Gebet an. Amen. So, wir machen weiter mit unserem Schulprogramm. Wir fingen damit an, die Schule der Propheten zu untersuchen. Wir fingen damit an, zurück in die Geschichte zu gehen, zu Samuel, und haben uns angeschaut, wofür waren die Prophetenschulen da. Davon sind wir dann hingegangen zu dem großen Kampf, wo wir gemerkt haben, was ist eigentlich der innigste Wunsch Gottes? Der innigste Wunsch Gottes ist, seinen Charakter zu offenbaren, damit jeder Mann sehe und entscheide, ob sein Charakter gut ist oder nicht. Weil genau darum geht es im großen Kampf, dass Satan Gottes Charakter, seine Regierungsform, seine Moralvorstellung anfeindet und sagt, du grenzt die Geschöpfe, die du kreierst ein, du begrenzt sie, du bist ein Hinderungsgrund, dass sie sich nicht weiterentwickeln können. Und somit kamen wir auf das Thema Charakter. Dann, gestern haben wir darüber gesprochen, dass im Adventismus, wenn wir mal beim Adventismus bleiben und nicht ins Religionsfeld gehen, dass so viele unterschiedliche Verständnisse über den Charakter Gottes geht. Es gibt so viele Gruppierungen, die einen unterschiedlichen Fokus haben. Was ist der richtige Weg? Was sollen sie machen? Manche fokussieren sich auf Evangelisation, andere auf die Gesundheitsarbeit, die nächsten auf Hilfsprogramme, andere wieder auf Prophetie und so weiter. Und wir sprachen davon, dass es aber nur einen Weg geben kann. Es kann nur einen Weg geben. Und wir haben debattiert oder durchgekaut, warum es nur einen Weg geben kann. Einmal gibt es die Gründe, die uns die Bibel und Ellen White geben. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund, nämlich die Logik. Die Logik ist, wenn Gottes innigster Wunsch ist, in diesem großen Kampf seinen Charakter zu offenbaren, Gott hat nur einen Charakter. Also kann es auch nur einen Charakter geben, den er offenbaren kann, beziehungsweise es gibt nur einen Beruf, den wir erlernen können. Es gibt nur eine es gibt nur eine Identität, die wir uns aneignen können, nämlich Gottes Charakter. Gut, und dann fingen wir gestern an mit der Frage, wo ich gesagt habe, wir kennen als Mitglieder der Bewegung, kennen wir weitgehend das Argument, wenn wir mit jemandem aus der Gemeinde sprechen, wenn wir versuchen, Prophetie, die Wichtigkeit von Prophetie rüberzubringen, dann ist eins der Argumente, die gern gegeben wird, was willst du mit Prophetie, mit den Zahlen, mit den Daten, mit der Geschichte, was jetzt wichtig ist oder was wichtig ist, dass du den Charakter Jesu in dir bildest. Und ich habe mehrere gefragt, was sie darauf antworten würden. Und es kam eine rechte Stille eigentlich, bis auf die Christa, die hat gesagt, ja, ich würde erst mal fragen, wo siehst du denn den Charakter? Und da sind wir dran hängen geblieben. Und wir haben uns jetzt erstmal die Quelle der Inspiration angeschaut. Wir sind erst zu den laodizianischen STA gegangen und haben geschaut, wo sehen sie oder welche Quelle der Inspiration nehmen sie heraus, um über Gottes Charakter zu lernen. Und wir sind zur Bibel gegangen, zu Ellen White, Glaube, das Kreuz, das Gebet, Einstellung und Werke. Aber dann sind wir zu dieser, dann habe ich gefragt, okay, und was ist die Quelle der Inspiration dieser Bewegung? Was nehmen wir? Und wir hatten eine recht große Liste, aber gegen Ende habe ich dann mehr oder weniger die Lösung gebracht, wo ich sage, eigentlich ist die Quelle unserer Inspiration
die Linien und die Methode. Durch unsere Methode und die Linien offenbart Gott ein Stückchen mehr in unserer Generation, wie sein Charakter ist. Und wir kommen darauf, dass Gottes Charakter für Gleichberechtigung steht. Das ist die Moral Gottes, Gleichberechtigung. Das ist, was er verkörpert. Und wenn wir konsequent die Quelle der SCA anwenden, dann würden wir eher darauf kommen, dass Gottes Charakter Freiheit bedeutet. Und wenn wir Freiheit im Kontext unserer heutigen Situation betrachten, dann bedeutet Freiheit die Freiheit zu diskriminieren, die Freiheit, jemand anderen einzuschränken. Und das sind jetzt zwei Gegensätze. Freiheit gegen Gleichberechtigung, wo wir wissen, anhand den Vespers-Vorträgen, dass das jetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen heute ein Test ist. Es ist in der Gemeinde ein Test, es ist in dieser Bewegung ein Test, es ist Teil des Sonntagsgesetzes Testes. Ja, so. Da sind wir jetzt gestern stehen geblieben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch gestern Abend oder heute noch Gedanken machen konntet, weil ich würde gern zurückkommen auf die Frage. Aber wir haben jetzt die Quelle identifiziert, wo wir den Charakter Gottes herausziehen oder er uns offenbar wird und wir ihn weitergeben an das Volk, Einfluss sind. Aber ich würde jetzt gerne wieder zurückkommen auf die Frage, wenn jemand aus der Gemeinde uns antwortet und sagt, was willst du mit deiner Prophetie, mit deinen Linien, mit deinen Daten, was wir brauchen oder wir müssen den Charakter Christus entwickeln, hat vielleicht heute Abend jemand eine Idee, was er antworten würde? Freiwillige vor, ansonsten werde ich noch mal ein paar Leute aufrufen. Stellst du noch mal die Frage, noch mal wiederholen, Tamina? Also wir gehen wieder zurück auf die Ursprungsfrage. Die Ursprungsfrage ist, wir möchten unsere Botschaft in die Gemeinde zu unseren Geschwistern tragen. Und ein Argument, was wir oft hören, ist, was willst du mit deiner Prophetie, mit deinen Daten und Geschichte? Was wir brauchen, ist die Charakterveränderung. Also mehr oder weniger wird hier eine Trennung zwischen Prophetie und dem Charakter Jesu gemacht. Und meine Frage ist, was würdet ihr entgegnen? Was wäre eure Antwort? Ich sehe, der Rainer hat sein Mikro als erstes angemacht. Mir ist heute Nacht noch ein Gedanke gekommen, was unsere Quelle nochmal bestätigt. Und zwar gibt es die Vision von Ellen White über auch wieder den Weg nach Jerusalem, und aber mit einem anderen Ende, dass wir wissen, dass dort die Seile hineinkommen und dass der Abgrund da ist. Also wir haben den Weg und dann treten die Seile auf und der Weg tritt immer mehr in den Hintergrund, dass man sich dort festhalten kann, dass man dort einen sicheren Boden hat. Aber die Seile werden immer stärker und immer dicker. Und dann kommt der Punkt, ja, wo man über den Abgrund muss und darf dann eben nur mit Seilen darüber kommen kann. Und da auch in der Bibel, diese beiden Stellen, einmal wo es um Seile geht, in Jesaja 28, diese Stelle, wo es Linie auf Linie heißt, kann ich dies auch mit Seilen übersetzen. Mhm. Das ist das hebräische Wort dafür. Und das Gleiche nochmal, wenn Christus den Tempel gereinigt hat, dann hat er eine Route benutzt oder ich weiß nicht jetzt, ja, auf jeden Fall, da hat er auch Stricke und Seile sich
zusammengebunden mit Knoten. Und auch dort kann man wieder das übersetzen mit, ja, mit Zeilen. Da ist es ja sogar buchstäblich gewesen. Und wir haben, wo er aber als Richter auftritt, als Richter für das Volk der Juden. Ja, und mir wird dadurch deutlich, dass diese Vision als Aussage, mit als Aussage eben auch hat, dass es einen Wechsel gibt zwischen dem Fundament, worauf wir stehen. Entweder also das, was wir vorher hatten, und auch dort kann man noch die Gespanne, die Wagen und all das Gepäck und so weiter, all das kann man so sehen, dass sie das alles hinter sich lassen und ein Wechsel eben auch von all dem buchstäblich interpretierten, so spricht der Herr, ganz allmählich dorthin kommt, dass es, wie Hebräer ja auch sagt, nur wer Linie auf Linie macht, wer die Milch nicht nimmt, sondern zur festen Speise übergeht, der wird Gut und Böse unterscheiden können. Mhm. Der wird als Erwachsener und der wird eben auch in das Reich Gottes kommen. Und somit würde ich dies mitunter als Beispiel aufzeigen für einen Adventisten auch, dass diese Vision genau das beinhaltet, was auch die Bibeltexte ja beinhaltet. Und wenn er oder wenn der Adventismus nicht diese Methode benutzt, also nicht über den Graben geht, mit Linie auf Linie, werden sie dort nicht ankommen. Hm. So, das war so mein Bild, was ich ja für mich nochmal entdeckt habe. Vielen Dank. Siri, du wolltest auch was sagen? Ja, also ich würde fragen, ob denn die Prophetie oder die Prophetie, so wie wir das gelernt haben, ob die Prophetie unseren Charakter verändert hat. In der Regel nicht. Es hat sich nichts verändert, wenn wir die Prophetie studieren. Und nur durch Linie auf Linie und die richtige Methode, so wie jetzt auch Rainer gesagt hat, sind wir zu dem Mitternachtsruf gekommen, der uns den Weg leuchtet bis zum Ende. Und nur durch den Mitternachtsruf hat man eigentlich eine totale Umkehr machen müssen, wenn man mitgegangen ist. Also nur da siehst du wahre Charakteränderung. Zum Verständnis eine Frage. Du hast am Anfang gesagt, als wir Prophetie studiert haben, da haben wir nicht wirklich eine Charakterveränderung mitgemacht. Was meinst du da genau mit? Also, wenn du normaler Adventist bist und du studierst Prophetie, Daniel 2, 8 und die ganzen Kapitel, dann veränderst du durch das deinen Charakter nicht. Sondern wann veränderst du deinen Charakter? Nur durch den Mitternachtsruf. Und was ist der Mitternachtsruf? Das Licht, das uns gegeben worden ist 2018 mit der Homophobie, Sexismus und den ganzen Themen. Da musstest du dich wirklich, das war ja jeder, der das mitgemacht hat, eine totale Umkehr. Und was ist der Unterschied zwischen dem, was wir vorher gemacht haben, was wir ab 2018 gemacht haben? Haben wir gesagt, wir geben jetzt Prophetie auf und wir studieren den Mitternachtsruf? Oder was Nein. haben wir gemacht? Natürlich studieren wir weiterhin, aber nur durch die Linien und die richtige Methode können wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Und dementsprechend müssen wir uns verändern. Das heißt, vor dem Mitternachtsruf haben wir keine Linien gehabt und keine Methode. Doch, haben wir. Aber das hat uns nicht verändert.
Das heißt, was ist der Unterschied? Wenn wir vor dem Mitternachtsruf und jetzt im Mitternachtsruf jeweils Linie und Methode machen, wieso haben wir uns vorher nicht verändert, aber seit dem Mitternachtsruf müssen wir uns verändern? Was macht den Unterschied aus? Ja, ich meine, vor dem Mitternachtsruf, ob wir jetzt wissen, dass sich die Geschichte wiederholt und dass sich alles nach dem gleichen Schema wieder, also nach dem gleichen Schema wiederholt, und das hat mein Leben nicht groß beeinflusst. Aber wir haben erkannt, dass das Prophetische, dass das Persönliche prophetisch ist und das Prophetische, also das Politische ist auch prophetisch. Das heißt, wir haben ja erkannt, dass eben Sexismus und all diese Themen, und wir haben erkannt, dass wir genau all das waren. Und wenn wir jetzt Gottes Charakter erkennen, wie er wirklich ist, dann muss ich mich damit auseinandersetzen und dementsprechend ändern. Das war vorher ja nicht so. Du hast vorhin einen Satz gesagt, so in dem Sinn, als wir gelernt haben, dass Geschichte sich wiederholt, hat sich mein Charakter nicht verändert. Und jetzt frage ich dich, bist du dir sicher, dass er sich nicht verändert hat? Gute Frage. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt bestimmt auch, aber nicht, wir wären ja alle verloren, hätten wir den Mitternachtsruf nicht bekommen und nicht angenommen. Ich komme gleich nochmal auf den Punkt zurück. Ich sehe die Todi, er hat ihr Mikro an. Ich wollte nur fragen, Todi, willst du dazu was sagen? Ja, also ich bin da nicht ganz einig, weil als ich zur Botschaft kam, schon bereits nach einigen Monaten, hat mich das total verändert. Ich habe eine richtige Säuberungsaktion in meinem Leben gemacht und vor allem dann vor der Taufe auch wieder. Ich glaube, das war auch in den Gelübden irgendwie drin, die Frage oder der Aufruf, dass man mit den Leuten ins Reinen kommt, dass man um Vergebung bitten soll. Einfach, dass man reinen Tisch macht, bevor man den Schritt zur Taufe macht. Also bei mir ist da vor dem Mitternachtsruf schon ungeheuer viel abgelaufen, hat mich schon sehr geändert. Und es stimmt natürlich, der Mitternachtsruf, das war dann wie ein Einschlag eines Meteoriten. Aber vorher ist bei mir wirklich schon sehr viel abgelaufen. Das ist einfach meine Erfahrung. Okay, also jemand sagt, bei mir ist nicht so viel passiert. Jemand sagt, bei mir ist sehr viel passiert. Silvi? Natürlich, wenn du in der STR-Gemeinde bist und du kommst in die Bewegung, ist schon klar, dass du dich veränderst. Ich meine, es ist auch ein Heiligungsprozess, aber schon bei deiner Taufe in die Gemeinde hast du diesen Schritt gemacht mit alles in Ordnung bringen und so weiter und so fort. Ich denke, oder dass du dich damit auseinandersetzen musst. Das ist ein Heiligungsprozess, den du durchwanderst. Aber ich würde sagen, die Hauptveränderung kam erst durch den Mitternachtsruf. Ich meine, natürlich, wir haben in der Bewegung, da war eben die Rede von Röcke tragen und dieses und jenes. Ich meine, das waren Entscheidungen, die du treffen musstest, einfach aus Überzeugung. Das hat dein Leben schon verändert. Aber die richtige Änderung, die kam nach der Mitternachtsruf, weil das, wie Trudi gesagt hat, wie ein Meteorit oder ist eingeschlagen. Ja, Rainer? Also Jeffs Botschaft hat mich schon massivst verändert. Immerhin so weit, dass
mich die Leute in der Adventgemeinde rausschmeißen wollten. Also ich war so anders und das, was ich geantwortet habe in der Sabbatschule, damit kamen sie überhaupt nicht klar. Also ich denke, ich habe mich da schon ziemlich verändert durch den ersten Engel und ich denke, das ist ein Prozess. Und natürlich, ganz anders ist es natürlich mit dem Mitternachtsruf. Aber der Prozess war vorher schon da. Das möchte ich für mich sagen. Okay. Rodolfo? Ja, ich finde auch, dass wir vorher wurden wir ja auch schon getestet. Das siehst du ja anhand der Linie, dass da schon mehrere Tests vorher in einer Bewegung auch abgelaufen sind. Und da wurden wir ja auch schon getestet, wie unser Charakter ist, wie wir sind. Und da sind auch schon viele gegangen. Und da merkt man schon, dass man sich da verändert hat. Mhm. Vielen Dank, Rodolfo. Monika, was ist deine Meinung? Hatten wir nicht schon mal gesagt, dass Jesus selbst eigentlich die Prophetie ist, dass man Jesus überhaupt nicht trennen kann von Prophetie? Wie würdest du das erklären? Ja, er selbst macht ja Vorhersagen, was kommen wird. Das heißt, das ist das, was Prophetie ausmacht, Vorhersage. Also er kennt Gottes Willen und er tut den Bund und er sagt, was kommen wird. In naher Zukunft und in ferner Zukunft. Und von daher kann ich ihn nicht trennen von der Prophetie. Okay, danke. Rodolfo, willst du noch mal was sagen? Ja, und ich wollte noch sagen, der Weg wird ja immer schmaler und deswegen wird es für uns auch immer schwerer und deswegen finde ich, ist es ab dem Mitternachtsruf für uns natürlich schwerer, weil der Weg ja schmaler wird und vorher fiel es einem vielleicht ein bisschen leichter und hat man nicht ganz so gesehen, dass man sich verändert hat. Aber da ist auch schon was passiert. So wollte ich das nochmal rüberbringen. Okay, vielen Dank. Silvi, ich nehme dich, weil es war deine Aussage. Ich möchte nochmal zu der Aussage zurückgehen. Ja, als wir gelernt haben, dass Geschichte sich wiederholt, das hat mich nicht verändert. Aber die Mitternachtsrufbotschaft hat mich verändert. Wenn wir jetzt mal diese Linie benutzen hier, diese Linie angewandt auf die Priester. Und der Grund, warum ich die Linie der Priester nehme, ist, weil die Priester, die Gruppierung der Priester durch diesen Prozess laufen mussten vor und nachmittags, nach Mitternachtsruf. Jetzt würde ich mal fragen, welches Datum ist das hier, Silvi? Prophetisch. 9/11. 9/11. Und dieses Datum? Die Ernte 2014. Du meinst 2019. 2019. Und diese Wegmarke wäre für die Priester? 2014. 14. Jetzt frage ich dich, wann haben wir gelernt, dass Geschichte sich wiederholt? Wenn ich jetzt die Zeitspanne der Priester ansehe. Also, du kannst mir kein Datum geben, du kannst mir einfach sagen, vor, hier oder da. Also das ist ja Linie auf Linie, das kam schon vor der Taufe. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt, ich wisch die zwei weg. Wenn wir die zwei Rubriken haben, weil hier geht es um die Pflanze, ja? Hier wird erst die Dornen werden aus dem Feld entfernt. Das ist das Blühen. So, wenn ich jetzt hier aber Phase 1 habe und Phase 2 und es geht jetzt um die Pflanze, warum nenne ich das zwei Phasen hier? Gut, wir haben eben das Pflügen, den Frühregen und den Spätregen. Okay, das Pflügen lassen wir jetzt mal weg. Warum? Weil beim Pflügen werden die Dornen rausgerissen. Die Dornen sind die Sünde.
die falschen Lehren. Und das lege ich jetzt mal weg, weil ich möchte mich nur um die Pflanze kümmern. Die Pflanze, die neu gesät wird und gesetzt wird. Warum mache ich da nur zwei Phasen? Du hast was von Frühregen und Spätregen gesagt. Warum? Was macht der Frühregen, was macht der Spätregen? Der Frühregen lässt der Samen wachsen. Ja, also hier in der Phase 1 würde der Same zu einer jungen Pflanze heranwachsen. Und die zweite Phase, der Spätregen? Lässt ihn, der Spätregen, der macht, dass die Pflanze so reif ist für die Ernte. Okay, also hier haben wir den Reifungsprozess. Und hier an diesem Wendepunkt, was ist das Stadium der Pflanze? Ja, wir haben gelernt, dass jedes Stadium perfekt ist. Ja, das stimmt, das meine ich jetzt aber nicht. Aber wann kann der Spätregen anfangen? Die Pflanze muss ein gewisses Stadium haben, Wachstumsstadium. Ja, wenn sie schon fest ist, damit sie nicht mehr ausgerissen werden kann. Hier werden sie ausgerissen. Ab wann kann der Spätregen anfangen? Also du meinst jetzt in der Landwirtschaft oder meinst du jetzt? In der Landwirtschaft, der Spätregen ist die Landwirtschaft. Im Sommer? Es ist die Zeit. Ich frage das Stadium der Pflanze. Wie groß muss sie sein? Was muss der Zustand der Pflanze sein? Sie ist perfekt an jedem Stadium, aber der Spätregen kann hier nicht anfangen. Ja, weil zu klein, noch zu klein ist. Okay, das heißt, was muss das Stadium hier sein? Sie muss ausgewachsen sein. Aber hier wächst sie noch weiter. Dann ist sie pubertierend, ich weiß es nicht. Okay. Renate. Ist das richtig, wenn ich sage, wenn sie keimt? Keim wäre hier unter dem Frühregen. Der Frühregen wird die Pflanze von dem Samen keimen lassen. Mhm. Aber es muss ein Stadium haben, wo dann der Spätregen anfangen kann. Und ich frage mich, was für ein Stadium muss das sein? Rainer, willst du sagen? Ich würde vorschlagen, wenn sie Frucht ansetzt. Genau, das ist, was ich wissen wollte. Wenn sie hier muss Frucht sein, weil der Spätregen lässt die Frucht reifen. Das heißt, der Spätregen kann erst anfangen, wenn Frucht sichtbar ist. Und deswegen gibt es hier an diesem Stadium den Wechsel von Frühregen zu Spätregen. So, ich gehe wieder zurück zu Silvi. Wenn wir jetzt mal das Pflügen weglassen, wo hast du gelernt, dass Geschichte sich wiederholt? Also ich persönlich natürlich erst, wo ich reingekommen bin. Ich glaube, das war 2014. Wir sprechen nicht von persönlicher Erfahrung, aber ich würde dich fragen, ist es in Phase 1 oder in Phase 2? Dass sich die Geschichte wiederholt. Wann lernt man das Prinzip? Ich habe gedacht, das ist eben in der Zeit des Pflügens. 96, nein. Wenn wir die Dornen weglassen, ich möchte, dass wir die Dornen weglassen und nur den Lebenszyklus der Pflanze anschauen. Dann muss es im Eins sein. Es ist am Anfang. Am Anfang, wenn die Pflanze zu Leben kommt. Warum? Weil es das Prinzip ist, das Fundament, Methode, Linien. Und ein Prinzip ist, dass Geschichte sich wiederholt. Korrekt? Ja. So, das heißt hier, wenn der Same ist, wir lassen die Dornen weg, ja, das Pflügen lassen wir jetzt mal weg.
hier von dem Stadium bis zu diesem Stadium lernst du, dass Geschichte sich wiederholt. Und vorhin war deine Aussage, hier veränderst du dich nicht. Weil zu lernen, dass Geschichte sich wiederholt, hat nichts in deinem Leben bewirkt. Ich weiß, andere haben was anderes gesagt. Aber ich möchte jetzt mit der Silvi genau auf dieses Argument intensiv eingehen. Weil meine nächste Frage ist, du bestehst drauf, dass als die Mitternachtsrufbotschaft kommt, hier Reifeprozess, wir wissen, die Mitternachtsrufbotschaft ging 16, wir können sie 14 markieren mit dem Leiterwechsel, 16, 18. Also können wir hier Mitternachtsrufbotschaft als Phase 2 markieren, wo die Reife zur Ernte passiert. Und jetzt frage ich dich, hier markierst du die Veränderung. Hier sagst du, gibt es keine Veränderung, Charakterveränderung. Hier markierst du, dass Charakter sich verändert hat. Und du nennst die Mitternachtsrufbotschaft. Jetzt frage ich dich, auf welchem Prinzip basiert die Mitternachtsrufbotschaft? Vorhin meintest du ja, als wir Prophetie studierten, haben wir keine Charakterveränderung bekommen. Aber durch die Mitternachtsrufbotschaft hat sich alles geändert. Und ich habe dich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Prophetie und der Mitternachtsrufbotschaft? Und jetzt frage ich dich, was ist die Grundlage der Mitternachtsrufbotschaft? Worauf stützt sie sich? Worauf stützen sich die Studien, die TESS seit 2018 gebracht hat? Auf die Linien und die Methode. Das heißt, es ist irgendwas anders, als was du hier kennengelernt hast. Also ich verstehe das so, dass wir ja durch die Linien und die Methode immer mehr Licht bekommen haben. Und Licht baut, also wenn du das Licht annimmst, dann geht es weiter. Wenn du das Licht ablehnst, wir hatten ja schon etliche Sichtungen, dann bleibst du in der Dunkelheit. Und wenn man den Prozess mitgeht, ja natürlich, es verändert dich schon, aber ich sage nicht, dass es mich gar nicht verändert hat. Ich meine, es gab schon einschneidende Erlebnisse, Charakteränderungen, aber dennoch gibt es Unterschiede zwischen dem Mitternachtsruf. Was für Unterschiede gibt es? Ja, weil wir waren ja alle sexistisch und nationalistisch und diese Dinge. Ich meine, das durchzieht ja dein ganzes Leben. Ich komme nochmal zurück. Hier markierst du, dass du das Prinzip lernst, Geschichte wiederholt sich. Welches Prinzip lernst du hier? Worauf basiert die Mitternachtsrufbotschaft? Gleichnislehre. Wir haben, Paminda ist 2014, 16 mit der Gleichnislehre gekommen. Das hier ist Tess. Das hier ist Paminda. Das hier ist Jeff. Möchte jemand was anderes sagen? Also ich möchte es öffnen jetzt für alle. Auf welchem Prinzip basiert die Mitternachtsrufbotschaft? Ich weiß nicht, ob ihr die Aline hört, aber nein. Willst du es laut sagen? Auf dem Prinzip, bei dem wir, was wir bei 1 gelernt haben. Habt ihr das gehört? Was nach dem Prinzip, das? Wir bei 1 gelernt haben. Rudolfo, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte zum Beispiel sagen, da haben wir gelernt Geschichte, dann vergleichen, gegenüberstellen und diese Sachen alles, die haben wir auch bei der Mitternachtsrufbotschaft. Ja, was ich euch vor Augen führen möchte, ist, dass sich nichts geändert hat. Wir lernen Dinge wie, die Geschichte wiederholt sich, gegenüberstellen, vergleichen, Reformlinien, all diese Dinge, ja, unsere Werkzeugbox. Und die Mitternachtsrufbotschaft ist nichts anderes. Sie baut
genauso auf die Prinzipien auf. Geht durch Pyrrhus. Was ist der Schlüssel in Pyrrhus? Geschichte wiederholt sich und wir benutzen Pyrrhus, gerade weil wir sehen, dass Geschichte sich wiederholt. Und es ist mächtig, weil wir eine unglaublich starke Aussage über den König des Südens gemacht haben und den König des Nordens im Jahre 2019, 2021 und hin zum Sonntagsgesetz. Das basiert auf Geschichte wiederholt sich. Und deswegen wollte ich so unbedingt diese Aussage aufgreifen, wo gesagt wurde, ja, als wir gelernt haben, dass Geschichte sich wiederholt, hat sich mein Charakter nicht verändert. Aber dann, als die Mitternachtsrufbotschaft kam, da kam die Charakterveränderung. Und ich sage, die Mitternachtsrufbotschaft ist nichts anderes. Sie stützt sich auf die, genau auf die gleichen Prinzipien, die wir hier gelernt haben. Silvi? Ich möchte aber sagen, zum Beispiel die Geschichte von Ruth oder Nehemia oder all diese Geschichten, die haben mein Leben nicht so sehr betroffen. Ich meine, es ist interessant oder gut zu wissen, es gibt eine Zeit der Dunkelheit. Ich meine, es gibt uns eine bestimmte Sicherheit, wo wir stehen, also weil es immer nach dem gleichen Prinzip geht. Oder dann später kam das noch mit Boston, Concord, Exeter, dass es immer einen Test gibt und so. Also man, das gibt uns eine Struktur und das ist auch gut. Ich denke, das ist wunderbar. Aber was mich richtig verändert hat, ist dann, gut, du sagst, die Mitternachtsrufbotschaft basiert natürlich auf Geschichte, aber ich glaube eben auch hier, dass wir mehr Licht natürlich bekommen haben. Und durch dieses mehr Licht ist uns aufgegangen, dass wir total falsch lagen. Also unter Jeff habe ich mich nicht groß verändert. Ich möchte betonen, dass die Prinzipien in unserer Generation immer die gleichen waren. Unsere Botschaft hat sich nicht geändert. Unsere Botschaft basierte immer nur auf Methode und Linien. Und unser Hauptprinzip in unserer Zeit ist, dass die Geschichte sich wiederholt. So wie die Milleriten das Jahr-Tag-Prinzip hatten. Das ist die Macht, die diese Bewegung hat, die den Aufschwung dieser Bewegung gibt, ist, dass Geschichte sich wiederholt. Und das hat sich weder in dieser Zeit, noch in dieser Zeit und noch in dieser Zeit verändert. Unser Stamm, unsere Botschaft ist absolut der gleiche geblieben. Aber wenn ich jetzt diese Aussage tätig, dass sich in unserer Studierart nichts geändert hat, gar nichts. Wir wenden weiterhin unsere Linien an, weiterhin die Methode. Will ich den Thomas fragen? Die Silvi betont so sehr, dass es einen Unterschied zwischen hier und hier gibt. Dann frage ich ihn, Thomas, wenn du diese Linie anschaust und ich sage, Geschichte wiederholt sich, lernen wir hier und hier ist es nichts anderes, siehst du aber trotzdem, was anders ist? Ja, die Pflanze hat sich verändert. Die Pflanze hat sich verändert. Wie hat sich die Pflanze verändert? Sie ist im Reifeprozess, sie ist im Blühen. Das heißt, wenn sie im Reifeprozess ist, was muss sie haben? Sie hat ein Wachstum. Sie hat eine tiefe Wurzel, die wo austreibt. Und wo, Und in welchem Stadium muss sie sein? Du hast es gerade eben gesagt, was? Sie bringt Frucht. Frucht. Das ist der entscheidende Unterschied, den ich möchte, den wir sehen. Geschichte wiederholt sich. Ist nichts anderes, genau das Gleiche. Es ist Prophetie. Es ist nicht, dass das hier Prophetie war und das ist Mitternachtsrufbotschaft. Die Mitternachtsrufbotschaft ist Prophetie. Es hat sich nichts geändert. Aber was sich geändert hat, ist die Pflanze. Weil die Pflanze jetzt nicht mehr was ist. Sie ist kein Kind mehr, sondern
Erwachsen. Ist erwachsen. Und das ist der Unterschied. Lasst uns Matthäus 7 aufschlagen. Und da Vers 16. Und da den ersten Satz. Wenn es jemand hat, der kann es lesen. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das heißt, Thomas, was macht den Unterschied? Dass sich an der Frucht die Veränderung sichtbar wird. An der Frucht wirst du sie erkennen. Und das Problem ist, hier ist noch keine Frucht. Und genau das ist, glaube ich, was die Silvi beschreibt. Die sagt, ja, es gab irgendwo ein bisschen Veränderung, aber die wahre Veränderung, die man sieht, die ist erst hier. Und das Gleichnis sagt uns das. Es ist, wenn die Frucht kommt, dann siehst du, wenn wir in Matthäus 7 sehen, ist die Frucht gut oder ist sie schlecht? Es ist, wenn Geschichte wiederholt sich. Hier werden die Grundlagen gelegt. Du musst erst an das Prinzip glauben. Die Pflanze, Frühregen, muss zum Keimen kommen. Sie muss wachsen. Und wenn sie bereit ist für den Spätregen, zeigt sie ihre Frucht. Und dann muss die Reife kommen. Und sie zeigt ihre volle Frucht. Und dann ist es für jedermann sichtbar. Weil aus dem Gleichnis zwischen Matthäus 13, Unkraut und Weizen, wann hat man den Unterschied zwischen Unkraut und Weizen sehen können? Beim Spätregen. Spätregen? Was noch? Kurz vor der Ernte. Kurz vor der Ernte? Monika? Als der Spätregen anfing, da hatte die Pflanze die Frucht. Und erst da konnte man sie vom Unkraut unterscheiden. Danke. Als die Frucht hervorkommt, da sah man dann auch das Unkraut. Und deswegen, hier wird das Ganze sichtbar. Und deswegen hat man eventuell das Gefühl, okay, hier habe ich nicht so viel Veränderung, aber hier kommt die Mega-Veränderung. Hier sehen wir, dass unser Weltanschauungsbild sich ändert, wir unseren Einstellungen über Sexismus, Homophobie, Rassismus und Nationalismus, Verschwörungstheorien, Gesundheitslehre und so weiter, alles ändern. Aber ich hoffe, wir sehen, warum das so ist, weil hier die Pflanze Frucht bringt. Darf ich eine für alle waren sichtbar. Silvi? Darf ich eine Frage stellen? Jetzt jemand, der diesen Reifungsprozess nicht gegangen ist, der kann ja gar keine Frucht tragen. Wieso? Ja, wenn ich meine, der Same ist der gleiche. Wenn jemand, vielleicht später mit der Botschaft in Berührung kommt. Wir sprechen hier von der Institution der Priester. Aber selbst wenn du die Leviten oder die Tempeldiener anschaust, jede Gruppierung trägt bereits Frucht. Wer noch keine Frucht trägt, sind die 144.000. Aber alle anderen tragen bereits Frucht. Also du meinst die Leviten und die Tempeldiener? Wenn du die Linie, die Agrikulturlinie der jeweiligen Gruppierung anschaust, ist bereits jeder dabei, Frucht zu zeigen. Die Leviten werden geerntet, die Tempeldiener sind in ihrem Spätregen. Jede demonstriert bereits Frucht. Jede Gruppierung, bis auf die 144.000. Traurig, wenn man so in die Gemeinde schaut. Waren nur weniger auf dem schmalen Pfad. Okay, aber ich möchte, dass wir sehen, es ist korrekt. Es ist ein Prozess und Veränderung findet vom Anfang bis zum Ende statt. Der Heiligungsprozess ist ein Prozess, der ein ganzes Leben geht. Aber ich möchte, dass wir festhalten, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Prophetie und der Mitternachtsrufbotschaft. Beide
basieren auf dem gleichen Prinzip. Geschichte wiederholt sich. Die Mitternachtsrufbotschaft ist Prophetie. Es gibt keinen Unterschied. Aber hier ist es, wo Frucht gezeigt wird, erwartet wird, demonstriert wird. Und deswegen hat es den Anschein, dass hier die große Veränderung kommt, während das hier nicht wirklich nennenswert ist, eventuell. Aber es findet Veränderung hier statt. Aber hier diese Veränderung ist die Frucht. Aber beides Mal basiert es auf den gleichen Prinzipien. Es gibt keinen Unterschied. Geschichte wiederholt sich. Unsere Methode, unsere Linien. Wenn wir die Mitternachtsrufbotschaft anschauen, es ist Linie auf Linie. Es ist nichts anderes, als was wir nicht auch vorher gemacht hätten. Jetzt bringe ich uns aber wieder zurück, weil jetzt haben wir verstanden, beziehungsweise Silvia hat vorhin gesagt, ja, Prophetie hat mich nicht viel verändert. Aber jetzt sind wir durch dieses kleine Beispiel durchgegangen, haben gesagt, die Mitternachtsrufbotschaft ist Prophetie. Sie ist nichts anderes als Geschichte wiederholt sich. Jetzt komme ich wieder zurück zu der Frage, die mir immer noch niemand beantwortet hat. Was sagen wir, außer der Rainer jetzt, der hat einen Kommentar dazu gegeben, was sagen wir einem Adventisten, der sagt, Prophetie ist für mich keine Charakterveränderung? Was entgegnet ihr ihm? Silvi? Also, nach dem, was wir jetzt gesehen haben, würde ich antworten, ja, nur durch Prophetie kannst du deinen Charakter ändern. Wieso? Ja, weil nur durch die Prophetie, durch die also Linie auf Linie, durch die richtige Methode und all das, wie wir die Prophetie und die Bibel studieren sollen, können wir Gottes Charakter erkennen und müssen uns angleichen. Danke. Möchte jemand etwas zu dem Kommentar von Silvi sagen? Rainer? Ich würde noch die gegenwärtige Wahrheit wieder ins Spiel bringen. Mhm. Im Gespräch mit einem Adventisten und ihn fragen, was er sich darunter vorstellt. Und dann eben unser Zitat, dass das Volk die gegenwärtige Wahrheit braucht und nicht die anderen Wahrheiten. Und was für ihn gegenwärtige Wahrheit ist. Und da muss er Farbe bekennen, ob er was weiß oder nicht. Mhm. Danke. Dann möchte ich jetzt ein Beispiel machen. Da habe ich jetzt ein kurzes Video bekommen. Walter Veit zum Beispiel spricht jetzt gerade über die Gesundheitsbotschaft, der rechte Arm des Evangeliums. Es gibt Leute, die machen das als die gegenwärtige Wahrheit. Jeder hat das Gefühl, es gibt so viele Ministries und so da draußen und jeder hat das Gefühl, es ist die gegenwärtige Wahrheit. Aber wir wissen, dass wir die gegenwärtige Wahrheit haben, aber die anderen denken das wahrscheinlich auch. Ja, das stimmt. Trudi oder Renate, du hast dein Mikro angemacht. Also, ich bin ja neu in der Bewegung, aber wenn ich das jetzt höre und sehe, wie sag ich's den Adventisten? Da sehe ich einen Riesenberg vor mir, weil du stößt auf taube Ohren. Wie sag ich's denn? Menschen, meinen Geschwistern? Das ist meine große Frage. Von heute auf morgen geht das nicht. Das ist ein langer Weg. Das sehe ich an mir. Das ist genau richtig, Renate. Das ist genau das, was Paulus meinte. Wir sind Kinder, die Milchspeise wollen. Aber das, was wir hier studieren, ist nicht Milchspeise, es ist feste Speise. Und feste Speise muss gekaut werden und verdaut werden. Man muss investieren, Zeit, Studium. Und sind die Menschen dazu bereit? Und weitgehend sind sie es eben nicht mehr.
So ist es, ja. Und das ist das, dass oft taube Ohren kommt. Aber ich möchte Ermutigung geben. Wenn wir zurück in die Bibel gehen, sehen wir, wenn die Propheten und Prophetinnen geschrien haben, sie haben es von den Dächern geschrien, in die Volksmänner reingeschrien, zu den Königen geschrien. Aber sie wussten, es ist ihr Auftrag. Aber haben ihnen die Leute zugehört? Nur ganz wenige. Nur ganz wenige haben immer die Botschaft von Propheten angenommen. Das zeigt uns die Geschichte auch. Und das zeigt uns auch für heute, dass zwar unsere Aufgabe ist, viel zu warnen und zu warnen, aber dass nicht unbedingt viele es annehmen werden. Aber ein paar werden es annehmen. Die paar Treuen werden es annehmen. Und für die lohnt es sich, diese Arbeit zu tun, die Warnung auszusprechen. Danke. Ich wollte die Trudi fragen. Trudi, wie würdest du jemanden antworten, der sagt, Prophetie hat nichts mit Charakterveränderung zu tun? Brauche ich nicht. Was würdest du antworten? Prophetie besteht ja eigentlich auch aus Botschaften und deine Botschaft, wenn du sie ernst nimmst und annimmst, verändert sie dich automatisch. Aber wie ich das wirklich rüberbringen würde, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Würdest du mit übereinstimmen, wenn ich sage, Linien und Methode ist Prophetie? Ja. Ist unsere prophetische Botschaft. Ja. Und dann frage ich dich, wenn das hier Prophetie ist, ja, unsere prophetische Botschaft, was ist das Resultat von dieser Botschaft, die wir hier bringen? Die gegenwärtige Wahrheit. Die gegenwärtige Wahrheit. Prophetie produziert als einzigstes gegenwärtige Wahrheit. Und was braucht die Herde? Gegenwärtige Wahrheit. Sie braucht gegenwärtige Wahrheit. Warum? Wenn sie sich verändern kann. Und warum müssen sie sich verändern? Nur welche mit neuem Herz kommen ins Reich Gottes. Okay, wir machen noch die, wir laufen Stück für Stück durch. Wir hatten schon das Bild, das ich schon mal gezeichnet hatte, dass der Charakter Gottes durch die Generation hinweg weiter offenbar wird. Also ich male das jetzt hier nochmal ein. Das hier, die sind die unterschiedlichen Epochen. Und wir sehen, dass in jeder Generation Gott seinen Charakter weiter offenbart. So, für jede Epoche, könnten es auch Reformlinie nennen, gibt es eine spezielle Botschaft für die Reformlinie, für die Generation. Und was macht Gott mit dieser Botschaft und seinem Volk? Der Rainer hat es vorhin schön erklärt, indem er den Tempel erwähnt hat. Die Reinigung des Tempels? Er reinigt. Bei jeder Generation, wenn Gott eine Botschaft bringt, die noch vollkommener seinen Charakter offenbaren lässt, die mehr Heiligung erfordert, bringt er diese Botschaft in sein Volk, um es zu testen. Und der Test soll reinigen. Macht es Sinn, Trudi? Ja. Kannst du folgen, ja? Ja. Das heißt jetzt, was braucht die Herde hier? Was für eine Art von Botschaft? Auch die gegenwärtige. Immer die gegenwärtige Wahrheit. Sag's nochmal, Trudi. Was braucht immer jede Generation? Braucht immer die gegenwärtige Wahrheit.
immer gegenwärtige Wahrheit. Aber wenn ich jetzt gegenwärtige Wahrheit hier habe und gegenwärtige Wahrheit hier und hier und in jeder Generation, ist es immer die gleiche gegenwärtige Wahrheit, Trudi? Nein, das Thema wechselt immer. Immer unterschiedlich. Warum ist es immer unterschiedlich? Ja, es ist progressiv. Alles ist progressiv. Weil es progressiv ist. Weil Gott von Eden zu Eden geht. Und er seinen Charakter immer vollkommener offenbart. Das heißt, wir haben hier zwar gegenwärtige Wahrheit, aber immer ein Stückchen mehr. Und immer genau für die Generation. Wenn ich es jetzt mal so darstellen kann mit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ups, das hier wäre 4 und das andere wäre 5. Und was habe ich vorhin gesagt? Ich bin noch bei dir, Trudi. Was habe ich vorhin gesagt? Was produziert gegenwärtige Wahrheit? Trudi, du hast einen Joker und du kannst jemand anderen wählen, wenn du möchtest. Okay, ich nehme mal den Rodolfo. Okay, Rodolfo. Na, gegenwärtige Wahrheit macht, dass wir eine Charakterveränderung kriegen. Das war nicht meine Frage. Ich wollte sagen, was produziert oder generiert gegenwärtige Wahrheit? Woher bekommt die jeweilige Generation die gegenwärtige Wahrheit? Ja, von Gott durch Botschaften. Welche Art von Botschaft? Methode? Darf ich sagen? Ja. Also ich würde vorschlagen, eine Prüfungsbotschaft. Ja, also, das reicht mir nicht. Ein Test? Ja, aber nimm mal die Jutta. Die Jutta hat die Hand gehoben. Die Prophetie? Prophetie. Warum Prophetie, Jutta? Warum tut Prophetie gegenwärtige Wahrheit generieren? Ich muss überlegen, Moment. Alles gut, nimm dir Zeit. Weil Gott sich durch Prophetie offenbart. Weil Gott sich durch Prophetie offenbart. Die Monika hatte vorhin das Mikro noch an. Monika, wolltest du was sagen? Ich wollte auch das Stichwort Prophetie geben. Würdest du sagen, warum Prophetie? Warum tut Prophetie gegenwärtige Wahrheit generieren? Die Prophetie ist die Voraussage, also offenbart ein Stückchen mehr Gottes Charakter. Und das ist das, was unsere Botschaft, die Testbotschaft dann ausmacht und dann im Prinzip die Gemeinde reinigt. Sehr gut. Mir fehlt aber noch ein Element zur Prophetie, welches wir in Portugal, in der Schule in Portugal 2020 besprochen haben. Falls sich jemand erinnert. Da haben wir sehr viel über Moral gesprochen. Ja, und was noch? Und dann über Zeit. Das ist das Element, wonach ich gesucht habe. Prophetie, laut Schule 2020, wenn ich jetzt zurückgreifen darf, Prophetie ist Moral mit einem Zeitelement. Und jetzt bringen wir das zurück in unser Studium hier. Wenn wir hier von Eden zu Eden haben. Eden, oh, mit einem E. So, Gott möchte wieder Eden herstellen. Ellen White bestätigt das zu uns. Und Gott möchte in dieser Zeitepoche die Art und Weise, wie wir zurück zu Eden gehen, ist in einem progressiven Prozess.
wo Gott seinen Charakter jeder Generation immer ein bisschen mehr offenbaren kann. Und das Ding ist, bei jeder Generation muss er die Generation testen, er muss sie sichten, er muss sie reinigen. Und mit dieser neuen Generation, die gesichtet und gereinigt ist, kann er dann zur nächsten übergehen. Aber es ist die Prophetie, die uns was bringt. Die Prophetie bringt uns die zeitlichen Abschnitte, praktisch diese Wegmarken, die wir zwischendrin haben, wenn wir es jetzt mal ganz vereinfacht darstellen wollen. Gott möchte von Eden zu Eden seinen Charakter offenbaren. Jede Generation bringt ein bisschen mehr Licht über den Charakter Gottes. Aber Prophetie bringt uns den Charakter, aber auch die Zeitepoche. Wenn ich das jetzt mal so stehen lassen kann, wir sind noch nicht fertig, kann mir jemand Beispiele geben, Geschichten, Zeitepochen, wo wir sehen, dass Prophetie neue Zeitalter, neue Generationen, in denen Gott testet, einläutet. Rudolfo. Ja, und zum Beispiel Daniel 11, Vers 40, in der Melagitenzeit Daniel 11, Vers 40 in ihre Geschichte erklärt und jetzt Daniel 11, Vers 40, 1989, ist es in unsere Geschichte, in unseren Zeitabschnitt, wird es anders erklärt. Aber da offenbart sich Gott sein Volk mit der gegenwärtigen Wahrheit. Zum Beispiel Daniel 11, Vers 40. Er ist in der Melagitenzeit mit ihrer Geschichte und in unserer Zeit mit einer anderen Geschichte. Über Daniel 11, Vers 40. Okay, Rodolfo bringt Daniel 11, Vers 40 an und sagt, die Minoritenzeit war eine Zeit, die uns durch die Prophetie gegeben wird. Und wir wissen, Gott testet in dieser Zeit. Und wir sehen das auch in unserer heutigen Zeit, unsere heutige Generation. Und wir werden auch heute wieder getestet. Gibt es weitere Beispiele? Okay. Es kam eine Botschaft, der die Leute testen musste für den 22. Oktober 1844. Okay, wir sehen das ein zweites Beispiel für die Minoriten, der 22. Oktober 1844. Rodolfo, willst du noch ein weiteres Beispiel geben? Ja, zum Beispiel bei Paulus, er nimmt viel Geschichte aus dem Alten Testament, also er nimmt viele Verse aus dem Alten Testament und wendet sie auf seine Zeit an. Aber es wird anders ausgelegt in Paulus Zeit, damit die Heiden wieder zusammen und, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir nicht sicher, ob es genau passt zu meiner Frage. Okay, alles klar. Der Rainer und die Monika waren da. Also ich möchte vorschlagen, den alten und neuen Bund als Zeitenwende zwischen dem alten Israel und dass Christus oder Johannes die Beschneidung abgelegt hat und eben die Taufe eingeführt hat. Dass das so ein Wendepunkt ist und natürlich ein riesengroßer Test für sein altes Volk. Vielen Dank, Monika. Jesus hat vorhergesagt, dass die Stadt Jerusalem zerstört werden soll und die, die es sehen und die es glauben, diese Vorhersage, die sollen aus der Stadt fliehen, wenn sie das Signal sehen, die Standarte Roms. Und die Gläubigen, von den gläubigen Christen, sind alle geflohen, es ist nach Ellen White kein einziger umgekommen, weil sie diese Prophetie geglaubt haben und gelebt, die Botschaft angenommen. Vielen Dank. Silvi noch? Wir haben auch die 2520, die wir erkennen. Somit sehen wir eine Sammelzeit und eine Zerstreuungszeit. Und das ist sehr wichtig, was die Zeit angeht.
Vielen Dank. Vielen Dank für eure Beispiele. Ich hoffe, zusammenfassend, wir können sehen, dass in der Bibel Gott Prophetie und gegenwärtige Wahrheit nicht trennbar ist. Wenn Gott eine Prophetie ausspricht, ist das gleichzeitig gegenwärtige Wahrheit, welches das Volk testet. Wir könnten zu so vielen Beispielen gehen. Wir könnten zu Ägypten gehen, zur Wanderung vom Ägypten nach ins Kanaan. Wir könnten die Gnadenzeit, die Israel unter den Königen gegeben wird, anschauen, die 490 Jahre. Wir könnten die 70 Jahre in Babylon betrachten, den Aufbau, den Aufruf, die Prophetie wieder zurückzugehen. Wir könnten hingehen zur Zeit Jesu, was voll mit den 70 Wochen, also die 70 Wochenprophezeiung ist, mit Johannes. Alles war verbunden mit einer prophetischen Aussage, welche gegenwärtige Wahrheit generierte, die das Volk testete. Als Adventisten nehmen wir gerne den Vers von Johannes dem Täufer, der sagt, die Zeit ist nahe, die Axt ist an dem Baum. Das Gericht von Israel ist nahe. Die 70 Wochen gehen zu Ende. Monika hat es vorhin auch erwähnt, Rainer hat es erwähnt bezüglich der Zeit Christi. Wir sehen die Prophezeiung hin zum modernen Israel, die 1260, die 1333, die 1290, die 2520, die 2300, die hingehen bis zum Ende, die auch prophetische Aussagen haben, die wieder eine gegenwärtige Wahrheit generierten, die eine Testbotschaft waren. Das heißt, ich hoffe, wir sehen noch und noch Beispiele über Beispiele, dass Prophetie gegenwärtige Wahrheit generiert. Und gegenwärtige Wahrheit testet immer Gottes Volk und sichtet es und reinigt es. Das heißt, wenn wir zurückkommen zu unserem Beispiel, wenn wir von Eden zu Eden gehen, offenbart Gott in jeder Reformlinie seinen Charakter ein wenig mehr. Aber er benutzt den Mantel der Prophetie, welches die Moral seines Charakters, was er möchte, was diese Generation lernt, inklusive mit einem Zeitelement, das benutzt er, um Menschen voranzutreiben, zu motivieren. Und sie sagen, bis dann und dann müsst ihr das lernen. Dann geht die Epoche vorbei, die nächste Epoche fängt an. Er gibt den nächsten Schub an Licht. Und die Leute sollen wieder das lernen, auf eine gewisse basierte Zeit, prophetische Botschaft und so weiter. Das heißt, bringen wir, bevor ich weitergehe, Trudi, war das verständlich für dich? Konntest du folgen? Oder gibt es irgendeine Frage? War irgendwas unklar? Nein, ist gut, danke. Gut. Für dich, Jutta, war es verständlich? Ja. Auch verständlich? Renate, ich frage vorsichtig. War es auch für dich verständlich? Du brauchst nicht vorsichtig sein, Okay. Denn es war total aufklärend für mich. Ich danke dir ganz herzlich, es war wunderbar. Das freut mich. Lass uns das jetzt bitte zu diesem Prinzip hier bringen, was wir gestern gelernt haben. Wenn wir gesehen haben gestern, dass wenn wir diese Quelle der Inspiration nehmen würden, wir so einen Charakter Gottes als Resultat bekommen. Und wenn wir diese Quelle nehmen und eine andere Vorstellung von dem Charakter Gottes sehen, da stellt sich jetzt die Frage, welcher Charakter ist der richtige? Dieser oder dieser? Und wir werden getestet, Sonntagsgesetztest, der letzte große Test, den Ellen White benennt, für uns Adventisten. Und jetzt diese Person, wie ich vorhin, oder meine Frage ursprünglich war, diese Person steht auf und sagt, was brauche ich die Prophetie? Die hat doch nichts mit Charakterveränderung zu tun. Und meine Frage war, wie antwortest du? Wie antwortest du, wenn du ein Student der Prophetie bist? Wenn du jemand bist, der Prophetie kreiert? Wenn ich jetzt auf Parmenter verweisen darf. Meine Antwort wäre, Prophetie produziert gegenwärtige Wahrheit. Und es ist die gegenwärtige Wahrheit, die uns in jeder Generation sagt,
wie der Charakter Gottes aussieht. Und nur wenn wir wissen, wie der Charakter Gottes ist, können wir ihn als unsere Identität erlernen und den Test bestehen und dabei sein. Deswegen kannst du nur durch Prophetie gerettet werden. Wenn du die Prophetie zur Seite legst, kommst du zu einem falschen Verständnis der Charakter Gottes, weil du ein altes Modell anschaust. Ein Modell, was der Test für der vergangenen Generation war. Aber was die Herde braucht, ist gegenwärtige Wahrheit. Und es ist nur Prophetie, die gegenwärtige Wahrheit produzieren kann, wenn man die richtige Methode hat. Und nur gegenwärtige Wahrheit zeigt uns den Charakter Gottes. Und wir werden getestet, wie sehr wir diesen Charakter als unsere Identität aufnehmen und wir als Lehrer an das Volk weitergeben. Macht das Sinn? Gibt es Fragen, Kommentare? Sehr gut erklärt, danke. Verständlich. Darf ich es nochmal wiederholen? Bitte? Also nur zum Schauen, ob ich das richtig verstanden habe. Also nur die Linien und die Methode zeigen uns die Prophetie. Und wir haben zu jeder, also in jeder Generation, haben wir eine gegenwärtige Wahrheit, die progressiv ist, weil es gibt viele Wahrheiten, aber nur durch die Prophetie erkennen wir die gegenwärtige Wahrheit und können somit Gottes Charakter immer besser verstehen. Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen detaillierter sagen. Ich würde sagen, Linien und Methode, das sind die Prophetie. Das ist unsere Auslegungsmethode von Prophetie. Und das produziert gegenwärtige Wahrheit. Und jede Generation hat ihre gegenwärtige Wahrheit. Das heißt, wenn wir hier Paulus haben und hier Ellen White, dann hatte Paulus eine gegenwärtige Wahrheit für seine Zeit und Ellen White hatte eine gegenwärtige Wahrheit für ihre Zeit. Das ist ganz einfach erklärbar. Paulus hat Sklaven erlaubt, was seine gegenwärtige Wahrheit. Geh zurück zu deinem Meister und sein treuer Sklave. Und Ellen White sagt, Sklaverei ist die Sünde Babylons. Das ist eine andere gegenwärtige Wahrheit, wie diese, die Paulus hatte, weil Gott seinen Charakter weiter offenbart. So, wenn es hier so war, und wir könnten weiter zurückgehen, wenn es hier so war, dann muss es für die 144.000 auch so sein. Das heißt, die 144.000 haben eine gegenwärtige Wahrheit für ihre Zeit. Das Problem ist aber jetzt, die STA nimmt die vergangene gegenwärtige Wahrheit und hält sie hoch und sagt deswegen, der Charakter Gottes ist so. Und diese Bewegung sagt, Prophetie generiert gegenwärtige Wahrheit. Hier, durch die Prophetie sehen wir 1989, wie es Rodolfo uns vorhin gesagt hat, Daniel Vers 40. 1989. Durch die Prophetie sehen wir Pyrrhus und den Kampf zwischen dem König des Nordens und König des Südens und wir bekommen Gleichberechtigung daraus durch die polare Gegensätze. Das nicht gut wäre, ich gehe jetzt nicht weiter ein, weil es sprengt jetzt den Rahmen, aber ihr seht, Prophetie generiert gegenwärtige Wahrheit und die gegenwärtige Wahrheit demonstriert uns oder offenbart uns das Maß des oder wie der Charakter Gottes ist. Es gibt uns jedes Mal ein bisschen mehr Einsicht. Immer ein bisschen mehr. Und deswegen sage ich, nur durch die Prophetie könnt ihr den Charakter Gottes für unsere Generation verstehen und könnt den Test bestehen. Aber ihr sagt Prophetie, was wollen wir damit? Das bedeutet, ihr schließt die Tür, den Charakter Gottes überhaupt zu verstehen. Und ihr werdet den Test, werdet ihr nicht bestehen. Und sie werden vor der Tür stehen und klopfen
Und Gott sagt, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Und sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen all diese Dinge getan? Und er sagt, nein, ich kenne euch nicht, geht von mir. Weil sie das verachtet haben, die gegenwärtige Wahrheit. Macht das Sinn, Sylvie? Ja, danke schön. Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn man sagt, Gott verändert sich nicht, kann es dann nicht sein, dass vielleicht viele denken, weil Gott sich nicht verändert, ist sein Charakter immer gleich. Was ich antworten würde, ist, Gott verändert sich nie. Das Problem ist, was ist dein Betrachtungswinkel? Ja, wenn du jetzt diese Seite anschaust, also laodizianischer Adventismus, die schauen auf diese Epoche, lernen den Charakter Gottes hier kennen und dann sagen sie, Gott verändert sich nicht. Und wir kommen in diese Zeitepoche und sie sind gegen Frauenrechte, gegen LGBTQ und so weiter. Und das ist falsch. Weil wenn wir drauf gucken wollen, dass Gott sich nie verändert, dann dürfen wir den Anfangspunkt nicht hier setzen. Wir müssen zurückgehen zu diesem Punkt. Und wenn wir diesen Punkt sehen, dann sehen wir absolute Gleichberechtigung und sagen, Gott verändert sich nicht, Gott verändert sich nicht. Er kommt nur langsam wieder zurück, er macht den Bogen zurück und er kann halt nur langsam gehen, weil die Menschheit langsam ist. Und hier sehen wir, jetzt kommen wir wieder an den Punkt zurück, welcher der Ursprung war. Der Charakter Gottes verändert sich nicht in dem Sinn. Macht das Sinn? Ja, ich verstehe schon den Punkt, aber es ist natürlich schon krass bei Paulus, nicht nur bei Paulus, auch bei anderen Propheten, dass die Sklaverei erlaubt wurde. Diese ganzen Kriege, man musste die Leute, die Heiden zum Beispiel, ganze Stämme ausrotten. Und wenn man dann sagt, das ist der Charakter Gottes. Und deswegen gehen Menschen heute hin und sagen, sie wollen mit der Bibel nichts zu tun haben, ja, weil sie mit so einem Gott nichts zu tun haben wollen. Ja. Und dann sage ich wieder, sie schauen eine Epoche an, in dem Gott viel Leid zulassen musste, damit er sein Volk Stück für Stück zurückführen könnte. Wir müssen hier anfangen zu schauen, von hier bis hier. Und da sehen wir, dass der Charakter Gottes sich nicht verändert. Rodolfo? Ja, ich wollte nur noch sagen, Ellen White ist nicht mehr in unserer Zeit hier gegenwärtige Wahrheit. Und Ellen White hilft uns zwar, unsere gegenwärtige Wahrheit zu verstehen, aber sie ist keine gegenwärtige Wahrheit. Und wer sich nur noch auf Ellen White verlässt, hat eigentlich nicht die gegenwärtige Wahrheit. Ja. Ne? Und im Adventismus würde man da als blasphemisch abgestempelt werden, weil wir unsere Prophetin praktisch mit Füßen treten. Aber es ist das Gegenteil. Wir fangen an, Ellen White richtig zu verstehen. Weil Ellen White ist dieser Schlüssel, der uns dieses Bild sehen lässt. Gerade weil Paulus und Ellen White so krasse Diskrepanzen haben, gerade wenn es um Sklaverei geht, das sind die besten Beispiele, wo wir sehen, es gibt einen Unterschied, da ist ein offensichtlicher Widerspruch. Wie kann das sein? Wie kann Gott sich widersprechen und einmal Sklaverei erlauben und im nächsten Mal nicht? Wie kann er einmal sagen, Frauen dürfen in den Gemeinden nicht sprechen, sie müssen verschleiert sein und im nächsten Moment ruft Ellen White auf, dass Frauen Lehrerin sein sollen, dass sie predigen sollen? Das ist dieser Wert, den Ellen White mit sich bringt für uns heute. Anhand ihrer Schriften können wir die Bibel und Ellen White vergleichen und gegenüberstellen. Beides ist das Wort Gottes. Und das bringt uns diesen Schlüssel, dass wir erkennen, dass wir einen größeren Blickwinkel machen müssen. Wir müssen nach draußen zoomen und von Eden zu Eden sehen. Und wir sehen, dass Gott diese Kurve gehen muss,
bis er wieder zurück nach Eden kommt. Und das konnten wir anhand der Schriften von Ellen White, weil wir sie mit der Bibel vergleichen können, konnten wir diesen Schatz finden. Und durch diesen Schatz sehen wir dieses Prinzip der Progressivität, beziehungsweise von Eden zu Eden. Und durch diesen Schatz können wir dieses Prinzip weiterführen und merken, okay, dann ist Ellen White, hat die gegenwärtige Wahrheit für ihre Zeit, aber das Prinzip müssen wir jetzt weiterführen und kommen somit zur gegenwärtigen Wahrheit für unsere Zeit heute. Wo wir sehen, wir führen das Prinzip weiter und wir sehen, heute muss absolute Gleichberechtigung sein. Und das ist unser Test. Und das ist, wo wir den Großteil der Adventgemeinde verlieren. Weil sie diese Diskrepanzen nicht sehen. Sie vergleichen und stellen nicht gegenüber. Sie studieren nicht, wie sie studieren sollten. Sie sind blind. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Danke, ja. Somit hoffe ich, ich fange jetzt nicht eine neue Frage oder so an. Somit hoffe ich, das nächste Mal, falls wir in diese Situation kommen und jemand uns sagt, was möchtest du mit deiner Prophetie? Sie bringt nichts zu meiner Charakterveränderung bei. Hoffe ich, dass ihr alle eine Antwort habt, indem ihr sagen könnt, dass es die Prophetie und nur allein die Prophetie mit unserer Methode ist, die gegenwärtige Wahrheit generiert. Und gegenwärtige Wahrheit ist, was diese Herde braucht, weil sie uns sagt, wie der Charakter Gottes wirklich ist und was unser Test ist und wann dieser Test ist. Und nur so können wir bestehen und das ewige Leben erreichen. Lass uns noch zum Abschluss beten. Gott im Himmel, wir danken dir für die Geduld, die du mit dieser Bewegung hattest, dass du uns über 3 Jahrzehnte lang Stück für Stück geführt hast, dass du mit uns langsam und klein angefangen hast, mit Babyschritten, ein Prinzip nach dem anderen beigebracht hast. Herr, und wir sehen, als du von uns Frucht verlangtest bei der Mitternachtsrufbotschaft, wie viele realisiert haben, dass dein Charakter nichts für sie ist. Und viele sind gegangen. Aber ich danke dir für diejenigen, die treu geblieben sind und die weiterhin versuchen, diesen Charakter aufzunehmen und dich wirklich zu verstehen und an der gegenwärtigen Wahrheit festhalten wollen. Herr, wir danken dir für dieses Verständnis, was wir bekommen durch die Prophetie, durch die gegenwärtige Wahrheit, wo wir stehen, was du von uns willst, was unsere Aufgabe ist. Und wie du möchtest, wie wir sind. Ja, das ist so ein Geschenk in dieser Welt, die voll mit Chaos ist und wo man nicht weiß, was man glauben soll und was nicht. Ist das doch ein fester Anker, den du uns gegeben hast. Ich bitte dich, dass ein jeder die Anstrengung macht, ein Lehrer zu sein und Rede und Antwort für seinen Glauben geben zu können. Bitte segne einem jedem seine Bemühungen, dass doch die Menschen hören, dass sie die Warnungen, die wir aussprechen, hören. Und dass sie noch rechtzeitig ins Boot kommen können. Bitte sei auch mit uns, wenn wir in die Nachtruhe eintreten, und segne an jeden in Jesu Namen. Amen.